Servus Leute, herzlich willkommen zur zweiten Folge von unserem XL Farming Projekt. Wir haben hier schon mal den IT Runner mit dem Muldenkipper aufgeladen oder beziehungsweise angehängt. Und wir werden jetzt mal anfangen, hier noch ein bisschen was zusätzlich zu machen. In der heutigen Folge werden wir mal zur Raffinerie fahren. Wir haben nämlich hier in unserem Lager ein bisschen Ressourcen. Ich glaube, ich bin falsch angefangen. Mal gucken, ob wir da noch reinkommen. Ja. So. So, wir gehen mal gerade kurz raus, damit ihr auch noch ein bisschen was von der Map seht. Wir haben hier nämlich ein riesen Display mit der Fehlstandsanzeige. Und da steht alles Mögliche drauf. Auf dem großen Display sehen wir unsere Getreidesorten. Weizen, Raps, Mais. Was neu ist, ist Hafer, Roggen und Dinkel. Mischgetreide und Hirse. Das haben wir im normalen Pack nicht. Dann haben wir hier rechts oben noch eine Scheune mit Hackschnitzel, Zuckerrüben, Kartoffeln, Schweinefutter, Mischfutter, Häckselgut, Silage. Was steht da oben? Gras und Stroh. Und dann haben wir irgendwo noch eine Scheune. Ich habe keine Ahnung, wo die ist. Mit Heu, Kompost und Hopfen. Weil Hopfen brauchen wir natürlich, wenn wir Raps ist leer. Das ist ja doof. Dann machen wir was anderes. Dann laden wir Weizen. Dann machen wir halt was anderes. Dann fahren wir mal zum zur Bäckerei. Das heißt, wir fahren vom Hof zum Industriepark. Weiß gar nicht, wo ich jetzt den Weg angefangen hatte. Natürlich nur eine Überführungsfahrt, ja. Keine Feldarbeit. Ah, hier. Das ist schon mal gut. So, dann stellen wir hier einen Abfahrer ein. Der legt dann schon mal los. Und der soll am Ende vom Weg einfach anhalten. Dann passt die Sache. Der fährt jetzt los. Und wir warten mal darauf. Dann können wir hier noch was machen. Beziehungsweise den mal ordentlich hinstellen. Ich habe noch nie in einem Projekt einen Striegel benutzt. Aber das wird man in diesem Let's Play hier mal nachholen. Weil der Striegel ermöglicht uns eigentlich eine tolle Sache. Der gibt uns eine Düngefeldstufe. Kostet aber nichts. Ja, wir müssen nur den Striegel anschaffen. Deshalb ist es eine coole Alternative zum Düngen. Und am Anfang macht es vielleicht auch Sinn. Aber ich würde gern eben noch die erste Feldstufe vom Wachstum abwarten. Mal gucken, wann das soweit ist. Hier ist noch alles hellgrün. Also sobald es hier in der zweiten Stufe ist vom Wachstum, werden wir hier striegeln. So, unser Johnny ist hier schon gut auf dem Weg. Hat schon die Hälfte. Oh, ein Drittel hat er schon geschafft. Außerdem habe ich hier mal noch ein bisschen Holz aufgefüllt. Und wir können mal gucken, ob wir schon ein paar Bretterpaletten haben. Ja, da stehen schon drei. Also ich spiele immer zwischen den Folgen, aber auch auf Echtzeit, nur geringfügig weiter. So, jetzt brauchen wir mal kurz die Hilfe, damit wir die richtigen... richtige Ladegut einstellen. Timberboard-Paletten passt und
dann anschalten X. So, wir fahren jetzt hier genau so hin, dass er nur die vollen Paletten mitnimmt. Ich würde gern noch gucken, ob wir im anderen Sägewerk auch noch Paletten Timberboards haben, also Bretter. Wobei ihr jetzt sehen müsst, okay, ich habe das alte Sägewerk hier ein bisschen später angestellt, weil ich vergessen hatte. Ja, da ist noch nichts. Ist noch nichts da. Also ich hatte vergessen, die Hackschnitzel einzufüllen, das heißt, das hier ist noch gar nicht gelaufen. Aber dann können wir hier mal anfangen, Paletten zu produzieren. Weil Paletten wird man auf jeden Fall brauchen, sobald wir an der Bäckerei aktiv werden. NB Abladeseite und X. So. Der hat jetzt schon alles, was er braucht. Der braucht nämlich nur Bretterpaletten. Ja, wenn man hier reinläuft, dann seht ihr hier vorne, geht das Licht auf Rot. Das heißt, die Produktion steht still. Achtet darauf, dass ihr da keine Fahrzeuge zu nah dran stehen habt. Und ja, wir lassen den jetzt hier mal ein bisschen arbeiten. Hier haben wir noch mal zwei Palettenwerke. Wobei ich auch hier sagen muss, das Palettenwerk hier vorne arbeitet deutlich effizienter. Also das geht irgendwie schneller. Ich weiß nicht warum. Also so habe ich das zumindest festgestellt. Wenn ihr wisst, warum die schneller arbeiten, vielleicht ist es auch... Ne, es muss irgendwie was anderes sein, weil die zwei anderen, die haben keinen Hackschnitzelausgang. Ja, vielleicht auch einfach nur deshalb, weil es sonst zu viel Hackschnitzel gibt. So, den stelle ich jetzt hier gleich nochmal ab. Den werden wir nämlich häufiger brauchen. Ist auch wieder ein Anhänger aus dem Road Train Pack. Auch mit einem Autoload. Das erleichtert uns einfach die Arbeit. So. Dann schauen wir mal, was der Johnny gemacht hat. Der ist da. So einfach ist Curseplay. So, ja, starten müssen wir trotzdem selber. So, hier seht ihr jetzt unsere neue, unsere neue Bäckerei. Auf dieser Map ist hier was ganz anderes draufgebaut. Das funktioniert aber leider nicht, beziehungsweise ich habe es nicht zum Laufen gebracht, deshalb habe ich hier eben im Giants Editor die ganze Fabrik hier mal entfernt. Alles, was drumrum war. So, warte, Barley. Also Gerste. Habe ich alles entfernt und habe hier einfach eine platzierbare Bäckerei draufgesetzt. So, sagt er mir hier, wann ich abladen kann oder nicht? Irgendwie nicht. Warum nicht? Hä? Bin ich im falschen Spot? Nee. Ey, wenn das jetzt auch nicht geht, dann... Hä, Leute, was ist hier los? Ich habe Weizen geladen. Ja klar, Weizen gehört ja hier hin. Ich habe falsch gedacht. Aber den müsste ich doch hier abladen können. Ich sehe aber keinen Trigger irgendwie.
Was ist da los? Vielleicht brauche ich den hier. Ich bin etwas sprachlos gerade. Warum kann ich denn hier nicht abladen? Das ist doch Weizen. Weed ist doch Weizen. Ich sehe hier rechts unten keinen Trigger. Warum denn nicht? Okay, weiß ich jetzt gerade nicht. Ich lass den mal stehen. Wir gehen mal zu dem hier. Und holen mal kurz das Wasserfass, weil Wasser brauchen wir da auch. Oh, der ist noch leer. Ja, auf dem Weg liegt sowieso ein Wassertrigger. Dann fahren wir halt hier mal kurz ein bisschen selber. So, ich hoffe mal, dass es am Wasser liegt. Aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Ich verstehe nicht so recht, wieso der hier mein Weizen nicht annimmt. Ich müsste es annehmen und im Singleplayer hat es auch angenommen. Bisschen merkwürdig. Wir können hier, glaube ich, links fahren. Nee, hier steht Sackgasse. Dann vertraue ich mal auf das Schild und fahre nicht da lang. Ja, stimmt, wir müssen ja sowieso am Wasser vorbei. Wir haben hier auf der Map verschiedene Wasserpunkte. Von dem her, da ist eigentlich immer irgendwo Wasser zu holen. Braucht euch keine Sorgen machen, dass euch das Wasser ausgeht. Oder dass ihr mega weite Strecken fahren müsst, auch das nicht. Nur auch keine Trigger-Anzeige. So, in das Fass gehen, glaube ich, 18.000 Liter rein. Das ist nicht allzu viel, aber das wird sich später auch ändern, sobald wir uns neues Equipment leisten können. Ah, ich wollte euch noch was anderes zeigen. Das haben wir hier, glaube ich, auch drin. Leertaste. Können wir hier zum Beispiel das Lenkrad vor und zurück machen. Hier, oh, wir können sogar Scheibenwischer, Türe. Die Spiegel können wir näher ranholen. Hallo? Das will nicht mehr weggehen. Was ist denn jetzt, jetzt kaputt? Naja. Anhänger voll, dann können wir weiter.
Ja, ich weiß nicht, woran es liegt, dass wir hier unser Getreide nicht aufnehmen. Oder dass die Bäckerei unser Getreide nicht aufnimmt. Ich überlege mal, woran das liegen könnte. Die Schafe brauchen natürlich immer noch Gras. Gras ist aber noch keins gewachsen. Können wir also nichts tun. So, jetzt ziehen wir ein bisschen. So. Den Verkehr habe ich, glaube ich, im Moment aus. Wenn ich mich recht erinnere, ich glaube, wir könnten mal gerade schauen. Ne, Verkehr ist an. Auch gut, ein bisschen more realistic. More realistic habe ich hier natürlich auch drauf. Alle vier Packs. Macht es einfach ein bisschen echter. Das ganze Fahrgeschehen. Müssen wir hier schon rechts? Ja. Nee. Doch, wir fahren hier rechts. Na, Vorfahrt gewähren. Haben wir mal schön mitgenommen. Nee, hier müssen wir nicht rein. Erst im nächsten. Der nächste Weg nach links. So, aber warte mal, wir machen noch was anderes. Wir haben doch da noch einen Traktor. Ah, hallo, wie viel kommt denn noch? Und zwar den Glas. Wir müssen nämlich parallel arbeiten. Da hängen wir jetzt mal. Hallo, bitte nicht lecken. Da hängen wir jetzt mal den Krampe an. Und dann lasse ich mir da auch gleich noch die Gerste bringen, weil die Gerste brauchen wir auch noch. Es war ein bisschen überdimensioniert hier, der Anhänger. Für 7000, aber was soll's, wir brauchen es halt. Wir müssen das nehmen, was da ist. So, der fährt auch vom Hof zum Industriepark. Los, deaktivieren, passt, bis gleich. Dann können wir weiterfahren mit unserem Masai, mit dem hier. Ups. Natürlich bleiben wir drin. So, hier. Müssen wir hier rein? Sieht mir irgendwie komisch aus. Nee, müssen wir auch nicht. Oder? Achso, das ist wieder... Ja, ihr müsst dran denken, die Position der... Doch hier auf dieser Karte passt's. Aber wenn ihr auf den... auf der anderen Karte seid, dann ist die Position von der Straße und eurem wirklichen Punkt nicht ganz korrekt. Da müsst ihr euch dann ein bisschen durchfuchsen. Stimmt, hier am Windrad links. So könnte ich es mir merken. Was wir auf jeden Fall auch irgendwann tun werden, ist hier Wege einfahren. Ich
Ich habe dir zwar schon einige gemacht, aber eben noch nicht so viele. Das heißt, da bleibt uns noch Luft, was Neues zu entdecken. Irgendwie, ich weiß nicht, das Wasserfass hinten dran, da hat er schon richtig zu kämpfen hier. Ja. Ich bin mal gespannt, ob das nur am Wasser liegt, aber eigentlich kann ich mir es nicht vorstellen, dass, weil der Trigger muss ja auch so funktionieren. Jetzt haben wir hier gleich unser komplettes Equipment stehen. Gerade ziehen. Vielleicht müssen wir dann noch zurück. Ja, okay, Wasser. Ah, der hat den Trigger gar nicht angezeigt. Aber er zeigt mir hier ja auch gar nicht die Option zum Abladen. Er sagt immer nur hier abladen. Stehe ich vielleicht doch am falschen? Glaube ich aber nicht. Aber ich hatte extra geschaut, was Barley ist. So, dann warten wir mal kurz. Eigentlich müsste der Helfer ja bald da sein. Beziehungsweise wir können den hier mal starten. Dass der uns noch ein bisschen Wasser holt. So. Da haben wir nämlich den Kurs Bäckerei Wasser auffüllen. Und zwar als Flüssigkeitentransport. Und dann machen wir hier mal 5 Runden. Und stellen den ein. Nein, halt, lass mich. Da ist er weg. Da hinten sehen wir schon den Glas, wie der kommt. Also der Masai, der fährt jetzt 5-mal hier. Hoffentlich kommen die aneinander vorbei. Ja. Der fährt jetzt 5-mal Wasser holen. Kommt dann immer wieder hierher. Und wir müssen dann nur einstellen, dass er eben das Wasser abtankt. Und das hier, das nervt mich ein bisschen. Na, ich hätte es ja nicht aufladen können, wenn es nicht gegangen wäre. So, hallo? Irgendwie hängt. So, wir gucken jetzt mal, ob wir das hier reinkriegen. Den entlassen wir. Er hat ja seinen Job gut gemacht. Ja, hier. Der kann abtanken. Die Gerste geht, aber das Weizen geht nicht. Das ist komisch. Den stellen wir hier mal an die Seite. Und dann gehen wir mal gucken, was da los ist. Oder muss das in den Klappen? Nee, ich kriege ja bei dem hier gar keinen Trigger angezeigt. Der ist schon wieder da.
Kann der so schnell aufgefüllt haben? Ich fahre jetzt mal. Ich mache jetzt was anderes. Ich stelle den an die Seite. Und dann fahre ich mit dem Glas nochmal hin und guck mal, wann der mir den Trigger anzeigt. Der hier fährt irgendwie. Da haben wir irgendwie eine Fehleinstellung. Wo ist er denn? Ah ja, hier, genau. Das hier sollte man aktivieren, dass der auch wirklich anhält. War der jetzt geladen oder nicht? Er hat nichts geladen. Ja, seht ihr? Fehler. So. Ich meine, wir können mit dem hier jetzt natürlich nichts einladen, aber wir können gucken, wo der Trigger sitzt. Hoffe ich. Wenn wir hier überhaupt einen Trigger haben. Aber das kann nicht sein. Ich habe... doch hier abgeladen. Vielleicht ist es ein Config-Problem. Ein Moment. Zurück sind wir. Es hat eine Weile gedauert. Ich habe jetzt mal folgendes Konstrukt aufgebaut, weil ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich der Fehler ist. Kann ich hier nicht abladen? Doch, so. Ich habe jetzt hier den Überladewagen von Metaltech genommen. Den hat man ja am Hof stehen. Und irgendwie... war auch alle Ressourcen noch im Silo drin, als ich da jetzt nachgeschaut habe. Das war auch ein bisschen seltsam. Das heißt, ich habe das Weizen hier jetzt schon mal wieder reingemacht. Oder die Gerste. Die Gerste. Und jetzt gucken wir mal, ob wir mit dem Krampe hier einen Trigger finden. Ja. Hier haben wir einen Trigger. Komisch. Aber so ist das nun mal. Damit haben wir jetzt alles eigentlich hier drin, was er an Rohstoffen braucht, um zu backen. Allerdings brauchen wir hier noch ein bisschen mehr. Hallo, will er mir den Trigger jetzt auch nicht anzeigen? Ah, okay, jetzt. Also, was wir aber noch brauchen, sind Leerpaletten. Und dann macht er uns Mehl, Kuchen und Brot. Jo, jo, jo. Und das, hier kommen die Paletten hin und hier steht dann Mehl, Kuchen und Brot. Das werden wir in der nächsten Folge tun, denke ich. Oder wir können mal gucken. Vielleicht kriegen wir das auch heute noch hin. Wir gehen mal gerade gucken. Eigentlich müssten Leerpaletten schon da sein. Dann könnte man die auch noch kurz rüberfahren. Eigentlich müssten ein paar Paletten zumindest. Ups. Die können ja dann bis zum nächsten Mal produzieren. Irgendwie hat er noch nichts gemacht hier. Hä? Hat er das jetzt doch nicht gespeichert? Also irgendwas ist schief gelaufen. Anscheinend hat er hier noch keine... Anscheinend ist das Holz hier nicht mit rüber gewandert. Also er hat manche Sachen gespeichert, aber manche irgendwie nicht. Ist merkwürdig, weil den Trailer, den ich da drüben hin, noch stehen habe, den habe ich erst vor der Folge hingestellt. Aber hier sieht es so aus... Es wäre da noch nichts passiert. Okay. Das wird man dann in der nächsten Folge sehen. Wie wir Kuchen und Brot und Mehl fabrizieren. Oh ne. Nein. Ich werde jetzt hier nochmal die Paletten, die Timberboards rüber karren. Ich weiß zwar nicht, weshalb der das nicht gemacht hat, aber...
Ist halt so, wenn man während der Aufnahme in der Config rumarbeitet. Das sollte man nicht tun. So. Schnell mal rüber damit. Dass hier ein paar Paletten produziert werden. Ich bedanke mich bei euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like, Abo oder Kommentar da. Und wir sehen uns morgen wieder. In der nächsten Folge vom XL Farmprojekt. Ich muss hier ein bisschen näher ranfahren. So, X aus, da. So. Jetzt produziert er hoffentlich ein paar Paletten. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.